Hi Leute und willkommen zu diesem Video. Ich befinde mich heute im Issue Council von Star Citizen und hier kann man Probleme im Spiel melden. Ich zeige euch mal kurz den Weg dahin. Also wir starten hier von der RSI Homepage und da könnt ihr hier oben auf Apps gehen. Und dann haben wir hier das Issue Council. Und jetzt müsst ihr aussuchen, ob ihr einen Bug Report erstellen wollt für Star Citizen oder einen Bug Report für das Issue Council selber. Also es gibt auch Fehler hier in diesem Issue Council und die könnt ihr melden. Wenn ihr aber jetzt Probleme zum Spiel melden wollt, dann müsst ihr hier auf Star Citizen klicken. Das wird sehr häufig verwechselt. Und besonders in einer Phase, in der wie wir uns aktuell befinden, es ist ja momentan die IAE und sehr viele neue Spieler. Viele Spieler wollen Fehler melden und es werden jeden Tag sehr, sehr viele Probleme gemeldet, die es aber schon gibt im Issue Council, die also doppelt und dreifach und noch öfter gemeldet werden. Das liegt auch ein bisschen am Issue Council selber. Wenn ich jetzt hier etwas eingebe und etwas suche, dann ist das ein bisschen, die Ergebnisse sind nicht so gut. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier eingebt, Drink-Animation, dann sucht er jetzt, wenn ihr hier auf Enter drückt, dann sucht er nach jedem Wort einzeln und auch nach Wortkombination. Und da seht ihr schon, dass ihr auch hier viele Sachen findet, also Einträge, die sind schon längst archiviert. Da kann man also nicht mehr drauf zugreifen, auf die archivierten. Und dann gibt es auch welche, die vielleicht gar nichts mit unserem Problem zu tun haben. Deshalb gibt es hier zum Beispiel die Möglichkeit, dass man das in Klammern setzt, damit er quasi danach sucht. Also die beiden müssen zusammen sein. Und zwar so, Drink-Animation. Und nicht, er braucht dann nicht nach, so wie er es hier gemacht hat. Er hat ja hier auch nach Drinking gesucht. Und das bringt Ergebnisse, die man eigentlich ja nicht braucht. Also zu viele unnütze Ergebnisse. Und da gibt es einen kleinen Trick. Ihr geht einfach hier auf Report New Issue. Also das heißt, ihr wollt jetzt ein ganz neues Problem melden. Dann wird erstmal hier nach dem Problem gefragt. Und da ist es besonders wichtig, dass ihr eine aussagekräftige Frage stellt oder einen aussagekräftigen Titel wählt. Denn wenn ihr jetzt einfach nur hinschreibt, Drink-Problem, ja, das kann ja alles Mögliche sein. Hat der Drink nicht geschmeckt? Ist der runtergefallen oder was, ne? Versteht ihr? Wenn ihr den anderen Leuten die Suche erleichtern wollt, dann nehmt ihr einen Titel, der möglichst aussagekräftig ist. So, jetzt sucht er und er versucht jetzt hier schon quasi Vorschläge zu machen zu bestehenden gemeldeten Problem und ihr könnt euch die hier anschauen und dann kann man da schon mal sehen, ob das zu dem Problem passt, was man selbst hat. Ich kann auch hier alle Duplikate mir anschauen. So, jetzt haben wir hier einen mit einem Video. Jetzt sehe ich hier das Problem, das heißt, er drückt Drink, es wird aber keine Trinkanimation abgespielt, sondern das Glas wird einfach geleert, ohne dass diese Animation erscheint, also wo das Glas quasi zum Mund geführt wird. Und das ist auch genau das Problem, was ich heute melden möchte. Das heißt, ich habe jetzt quasi hier einen bestehenden Report gefunden
und kann hier den unterstützen. Ich muss jetzt also keinen neuen erstellen. Auch wenn dieser jetzt ein älteres Bild hat. Also wir haben ja, das ist hier 3.17.3 und wir sind ja jetzt bei 3.17.4. Man muss nicht für jedes Bild einen neuen Report erstellen. Man schließt sich einfach hier an, indem man hier auf Kontribut klickt. Ja, ich habe das Problem auch. So, dann kann ich zum Beispiel hier auch noch eine Datei hinzufügen. Ich habe da ein Video zu aufgenommen. So, das erscheint dann da. Da klicke ich dann auf Save. Und damit auch in meinem Video quasi schneller zu erkennen ist, worum es da geht, füge ich immer den Titel vom Report in meinem Video hinzu. So, welcher war das? Das war da, 48576. Gehen wir hier auf Ändern. Und wenn jemand dann da reinguckt, egal jetzt ob hier diesen Bug Report oder mein Video, er hat dann sofort die Informationen, die er braucht. Das Video habe ich hier oben schon verlinkt. Jetzt gebe ich hier noch die Version an. Wir haben jetzt aktuell, da steht es auch, aktuelle Version 3.17.4. Das ist meine Version. Dann kann man hier noch einen Hinweis geben, ist jetzt hier aber nicht erforderlich. Und dann unterstütze ich das hier. Hier wird noch gefragt, wie dramatisch ist denn jetzt das Problem? Okay, das ist jetzt nur ein rein optisches Problem. Das behindert mich im Spiel ja nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel gar nicht trinken könnte und dann verdursten würde, dann wäre es ja kaum spielbar, weil ich müsste ja dann immer sterben oder in ein Krankenhaus gehen. Und das wäre dann schon sehr problematisch, je nachdem, wo man ist. Aber das ist ja jetzt hier nur ein rein optisches Problem. Man sieht nur die Animation nicht. Also kann das hier auf Polish gestellt werden. Und dann übermitteln wir das. Und dann ist mein Report hier mit dabei. Und ich habe jetzt nicht extra einen neuen erstellt. Und so einfach ist das im Prinzip. Dann muss man hier nicht alles doppelt und fünffach machen. Es gibt hier, wenn ich jetzt mal vorblätter, oder ich gehe mal auf meine Reports, die ich unterstützt habe. So, da haben wir hier zum Beispiel, wenn jetzt ein Report doppelt ist, dann könnt ihr natürlich auch hier wie dieser Spieler den als Duplicate melden. Das heißt, der Report ist bereits ein Duplikat von diesem hier. Da ist dann auch verlinkt. Da könnt ihr dann draufklicken. Und dann könnt ihr quasi den ersten Report unterstützen, den es zu diesem Thema gab. Das heißt quasi, wenn ein User ein Duplikat gemeldet hat, dann klickt ihr da drauf, so wie ich eben. Und dann werdet ihr zu dem neuesten weitergeleitet. Der könnte dann auch wieder ein Duplikat sein, wenn das jemand hier meldet. Dann müsst ihr auch wieder da draufklicken und dann beim neuesten unterstützt ihr den dann quasi. Also versucht mal ein bisschen besser zu suchen. Versucht bessere Titel zu finden. Manchmal, da ist hier schon Event Directory Blurry. Sagt mir jetzt so nix. Hier ist noch nicht mal ein Bild dabei. Okay, es haben sich zwar einige Leute gefunden, die das unterstützen, aber ein bisschen umfangreicher sollte es schon sein. Vielleicht mit einem Bild oder mit einem kurzen Video, damit man weiß oder direkt weiß, was da gemeint ist und nicht, dass man das erst selber anschauen muss, dahin gehen muss, sondern dass man direkt weiß, aha, das hat der Spieler gemeint. Also aussagekräftiger Titel, möglichst genaue Fehlerbeschreibung mit einem Bild oder einem Video und dann können andere Spieler das auch leichter finden. Die Entwickler, die das bearbeiten, können sich viel besser was darunter vorstellen und dann
sollten Fehler auch einfacher zu beheben sein für die Entwickler, als wenn die sich den ganzen Tag nur damit beschäftigen müssen, Duplikate zu löschen oder ins Archiv zu verschieben. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß im Verse, helft alle mit, das Spiel besser zu machen und tschüss, bis zum nächsten Mal.